Mit ein paar Tagen Abstand jetzt zum Kapfenberg-Match, was ist der Fazit aus der Partie? Gewonnen haben wir und Tabellenführer sind wir geblieben. Dass nicht jedes Spiel schön zum Anschauen ist, das wissen wir. Aber ich lasse mir das von außen nicht immer nur schlecht reden. Fakt ist, dass wir schon vernünftige Aktionen gemacht haben und auch meines Erachtens dann verdient 2-1 gewonnen haben, weil wir das Tor einfach unbedingt machen wollten. Und dass die Meisterschaft der Selbstläufer wert, das haben wir gewusst, dass dem nicht so ist, dass es verdammt eng werden könnte und jetzt natürlich die Drucksituation dazukommt. Aber die Spiele, ob die jetzt ansehnlich sind oder nicht, es geht nur um Erfolg und Misserfolg. Jetzt haben wir nächsten Freitag Wiener Neustadt. Was wird das für eine Partie werden? Ja, es ist auch wieder das nächste Schlüsselspiel für uns. Wir müssen fast in Wiener Neustadt gewinnen, damit man in der Tabelle vorn bleibt. Ried spielt zu Hause, die Tabelle kann jeder lesen. Und wir müssen geduldig auf unsere Chancen warten und diese Chancen dann auch mit Nachdruck, mit Entschlossenheit nutzen. Und dann werden wir in Wiener Neustadt auch das Tor machen. Danke dir.